Nachdem Barrowbus auspackt und Farid Bang damit konfrontiert, dass er angeblich ein sei und auf dem gearbeitet haben soll, teilt der Banger gnadenlos aus. Er behauptet, Barrowbus habe heftig kassiert und sei anschließend abgehauen. Auch Jahre später hat er sich deswegen nicht gerade gemacht. Farid ist nicht mehr zu stoppen. Verpasse keine News mehr und abonniere den Kanal hier, sowie auf Instagram Rapcheck. Auf dem neuesten Album werden neben Bushido und Shindy auch viele weitere Rapper gedisst. Ganz überraschend war es, dass Bösemann nicht mal mit einer einzigen Zeile erwähnt wird. Angeblich gab es Gespräche und Bösemann behauptet, dass er so immer seine Sachen im Hintergrund klärt. Deswegen gab es keine Disses auf dem Album gegen Bösemann. Doch nun hat es Barrowbus erwischt, der ebenfalls bei Böser Sound unter Vertrag steht. 7-mal wird er erwähnt und die gesamte Familie gedisst. Aus dem Grund eskaliert jetzt die Lage im Internet. Außerdem droht Farid damit, einen weiteren Song gegen Barrow zu machen. Nun packen beide aus. Barrow behauptet, Farid sei ein Pedo und Farid wiederum behauptet, Barrow habe Schläge kassiert. Übrigens plant Farid Bang nun sein neuestes Musikvideo genau vor dem Haus von Barrow zu drehen. Hier gibt es beide Ansagen, schaut es euch an. Was geht, was geht? Erik! Okay, ich habe hier gerade was Krasses gesehen von dem krassen Rapper da, dieser Farid Bang, der sich so krass als Gangster-Rapper sieht, habe ich gerade gesehen. Der hat unseren Placo Bösemann angezeigt. Wisst ihr noch, wo der vor der Haustüre war, der Bösemann? Und ihn ansprechen wollte? Da, wo der Farid auch zu Hause war? Wo er sich versteckt hat und nicht runtergekommen ist? Ja, da hat der liebe Farid eiskalt die Polizei gerufen. Und hier haben wir auch gleich die Anzeige. Die Anzeige werde ich gleich posten. Also das heißt, dieser disst zuerst die ganzen Leute und dann, wenn er gerade stehen muss, wenn er dafür gerade stehen muss, ruft er die Polizei. Kiddies, guck mal, ich sag euch eins, Kiddies, ich war großer Tupac-Fan. Ich bin immer noch großer Tupac-Fan. Wenn ich mitbekommen hätte, ne, dass Pac ein Stricher war, ne, und mit vielen Leuten zu tun hatte und so ein drin war, ich würde meinen Poster abreißen von der Wand. Ich würde nie wieder Pac-Musik hören. Jeder Junge, der den noch hört, der hat auf jeden Fall die Realität verloren. Komplette Kontrolle über sein Leben. Jungs, tut mir einen Gefallen. Scheiß auf solche Sch***er. Macht die Poster ab, tut die CDs verbrennen. Das sind Sch***er nicht mehr. Die machen sich da so hart und so sind sie nicht. Als wir auf den Ringen waren, war Farid auf dem Sch***. Wir haben auf den Ringen überall Securities gemacht, haben wirklich unser Geld anständig verdient. In der Zeit war der Farid auf dem Sch. Ich weiß jetzt nicht, ob die Arbeit auf dem Sch auch so hart ist. Müssen wir den Farid mal fragen. Aber das ist die Realität. Das ist wirklich passiert, meine Lieben. Ich hatte 10 Therapien. Ich war beim Arzt. Du, hör auf rumzuheulen. Und hör auf, so viele Märchen zu erfinden und so viele Märchen zu erzählen. Glaubst du die selber? Ich komme dir mit Fakten, du kommst mir die ganze Zeit mit irgendwelchen kranken Gelaber. Du komm mit Fakten und wenn du was behauptest, dann bring doch einen Beweis. Du bist weggelaufen von mir. Du bist weggelaufen bei meinem Konzert, du hast auf die Fresse bekommen und bist weggelaufen und bellst wieder im Internet. Du hast 10 Jahre nicht gerade gemacht. Du, ich hab noch deinen Schuh. Du hast einen Schuh liegen gelassen, wo du weggelaufen bist vom Konzert, du. Ich habe immer noch diesen Schuh, New Balance Barrow ist dein Name. Du hast deinen Schuh da liegen lassen. Sag mal einer, wo der wohnt. Wisst ihr was? Ich drehe mein nächstes Video vor seiner Haustür. Wo wohnt der? So, my good friend, seit 20 Jahren machst du im Internet den Larry. Der Pate von Köln, der Gangster, das. Und am Ende hat sich rausgestellt, du bist Kaufhausdetektiv, du. Und dann fängst du wieder an rumzuheulen. Ah, ja, ich habe gearbeitet, ja, und ich habe Projekte da. Hör mal, als allererst, du warst Angestellter und du hast für 1500 Euro gearbeitet. Ja, und natürlich ist das nicht schlimm. Ist nichts Schlimmes dabei, für 1500 Euro zu arbeiten. Aber wenn man wie du sich als der Pate von Köln, der Zuhälter von Köln ausgibt und dann für 1500 Euro bei TK Maxx arbeitet, dann ist das natürlich schon fragwürdig und das zeigt nur eins, dass du nicht authentisch bist. Dass du ein und ein Heuchler bist.
und ein Lügner. Und ich beleidige dich von oben bis unten. Und anstatt, dass du dich gerade machst, machst du das, was jeder andere Rapper auch macht. Videostatement. Also bist du kein Gangster, du kannst berühmt werden und ich werde dich berühmt machen. An die Rap-Check-Community, jetzt seid ihr wieder up to date und wisst natürlich, was momentan in der Rap-Welt passiert. Um nichts zu verpassen, könnt ihr meinen Kanal abonnieren und die Benachrichtigung aktivieren. Was denkt ihr, wird die Lage noch richtig eskalieren zwischen den beiden und wird Farid das wirklich durchziehen mit dem Musikvideo? Ich freue mich schon, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Mein Name ist Memo und bis zum nächsten Mal.